So, Prozessor liegt da noch. Das kaputte Gebäude ist wohl die Ruine, von der diese Brennspielerin erzählt hat. Da drin sollte ein Relikt sein. Aber ich höre, meine ich, auch schon ungebetene Gäste. Okay. Wohin jetzt? Aha. Eine Energiezelle willst du haben. Da ist ein anderes Gebäude in der Wand da oben. Ob ich da wohl rüberkomme? Tja, so komme ich nicht zu dem Vorsprung rauf. Feuerglimmer. Eine Energiezelle. Scheint aber leer zu sein. Lass mal gucken. Aufladen. Na also. Die Energiezelle ist aufgeladen. Das kann echt auch mal so schnell gehen. Steck ich sie jetzt rein. Oh oh, die Zelle scheint sich zu entladen. Schneller geht's nicht. Die Zelle ist leer. Ich muss sie wieder aufladen. Zwecklos. Die Energiezelle ist leer. Die Energiezelle muss beschädigt sein. Sie hält die Ladung nicht lange. Oh. Oh, Mist. Zu langsam. Das ist ja auch noch eine. Ah, Moment. Feuerglimmer. Von da aus kriegen wir die bestimmt dahin. Nur gucken, wie wir da hinkommen. An meinem Speer sollte helfen. Von hier aus kann ich es zum Aufzug schaffen.
Habe ich mir doch gerade gedacht. Ich muss schnell sein. Der Zelle geht der Saft aus. Alles klar. Der Aufzug sollte wieder Strom haben. Unfassbar, dass das Ding noch läuft. Was? Abwärts? Noch mehr Feuer gemacht. Da hinten war noch eine Metallblume. Euer Glimmer hier. Okay, hier geht's nach draußen. Okay, bin drin. Ich sollte mich mal umsehen. Ich sollte das Wasser abschütteln. Wo war das denn? Wart ihr das? Auf der Höhe wieder. Das andere Gebäude da drüben. Aufzurufen, den brauchen wir ja nicht.
ist der Schlüssel. Wie komme ich an das Schlüsselmodul? Könnten wir hier bestimmt ziehen. Wenn es sich hier gibt. Dann wollen die auch, dass du verwendet wirst. Aber wie, aber wo? Okay, ich sollte den Sprung auf das andere Gebäude schaffen. Aber der Schlüssel ist doch hier unten drin. Nur eben gesehen. Wo war er denn? Geschafft. Könnte nützlich sein. Sicherheitsmaßnahmen, 9. Stock. Also 109. Jetzt hier runter. Thank you.
besser. Da müssen wir die hin. Okay. Runterziehen müssen. Ein Relikt? Wie komme ich jetzt da rein, um es zu holen? Praktisch ist kein Schlüssel, die waren das, haben beide ein, aber wenn sie nicht da sind, findest du einen Ersatzschlüssel im Nordflügel im 7. Stock. Außerdem brauchst du den Code. Der besteht immer aus Leos Generalcode, gefolgt von Astrid. Was soll ich die jetzt wissen? Astrid findest du im 9. Stock. Wenn Leo sitzt, er meistens in Dellons Café im 7. Stock. Hiernach braucht man ein Schlüsselmodul und einen zweiteiligen Code für die Tür. Klingt, als würde ich diese Dinge weiter oben finden. Jetzt sind wir wieder hier. Da war eigentlich darüber. Ach, im 6. sind wir. Okay. Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Sechster Stock? Mal an.
ist der 8. Jetzt auf 7 sein. Da, Lüftungsschacht. Sechs wieder. Dass jetzt Nacht ist, macht es nicht gerade einfacher. Das ist das Ornament. Kommst du nicht durch. Ah, da ist eine Tür. Zwäng dich durch die Lücke. Moment. Wollen wir das machen? Alles klar. Dann geht's nicht weiter. Könnte das sein, dass wir wieder im anderen Gebäude sind? Ja. Wie komme ich denn zu dem Lüftungsschacht?
eine Kiste. Aber wie komme ich ran? Genau, wie komme ich ran? Und wo ist der Schlüssel jetzt? Wieso sehe ich den von manchen Stellen außen, von anderen nicht? Von der anderen Seite. Warte mal eben. Na also. Was heißt na also? Mit der. Warum war das jetzt wichtig, die nach hier unten zu kriegen? Meine an. Ja, supi, hier waren wir eben schon mal.
Haken gesehen? Da. Ich finde den Weg gerade nicht. Wird aber nur dahin. Allerdings, warum die Kiste dahin? Kommt mir etwas zu nah. Ich glaube, hier sind wir ganz am Anfang hoch, ne? Klettert. Ja. Hier sind wir schon mal hoch. Die hier vielleicht auch irgendwo runterschieben. Hier nicht. Hinten.
wieder zurück. Ich diesen scheiß Schlüssel gesehen. Klettern können. Hier kommt man von außen rein. Vor allen Dingen, warum kann man bis hier gehen? Siebter Stock. Ballons halt mit siebter Stock Café. Ich bin kurz davor aufzugeben.
Kiste rein, Junge. Wenn das Wasser noch wärmer wäre, würde ich schwitzen. Mal dich schon mal aus dem Wasser. Rückt mal einer an. Ich könnte daran ziehen. Hab ich dich gefunden. Na, gehst du nicht hoch? Falsche Seite. Sein. Ich habe dir tausendmal gesagt, dass ich deinen Zugangscode nicht kenne und selbst wenn, durfte ich ihn dir nicht schicken. Es ging die Regel, aber ich kann dich da auch nicht drin sitzen lassen. Hier also mal ein Kompromiss. Du kannst diese eine Mal meinen Generalcode verwenden. Öffne das. Die Interface auf der Konsole fangen mit einer 2 an und dann drückst du jede Zahl entgegen dem Uhrzeigersinn. Also von rechts nach links. Also 210. Sein. Jetzt brauche ich nur noch ein Schlüsselmodul. Jetzt bin ich schon wieder hier. Voilà. Ach so. Voll keinen Schritt weiter gekommen. Siebter Stock. Da steht ja da oben noch der Code, tatsächlich.
Durch den Korridor im 4. Stock kommst du rüber. Nimm den Fahrstuhl nach oben. Korridor im 4. Stock. So tief können wir doch gar nicht tauchen. Das ist eine scheiß Sicht hier. Da ist er. Hätte ich mal wieder gefunden. Vielleicht hier irgendwo rein. Sieht nicht so aus. Ich würde gerade sagen, da steht eine Kiste. Ja, die haben wir ja selber dahingestellt. Das Modul eigentlich hier im Raum, also im Gebäude. Sehe ich ihn nicht mehr. Metallleiter. Eine Metallleiter. Noch gar nicht gesehen. Thank you.
denn bitte schön diese Metallleiter auf einmal hin? Schon wieder da Nacht. Da ist sie, Alter. Wenigstens ist die Ausrüstung noch trocken. Die Leiter könnte nützlich sein. Ich muss sie nur irgendwie runterlassen. Müssen wir erstmal einen Weg finden, an die Leiter ranzukommen, Eloy. Um die überhaupt runterlassen zu können. Da ist er. An der Wand hinter der Leiter ist eine Öffnung. Kann man nicht schießen, wenn du was. Thank you.
komme ich von hier nicht ran. Von wo soll ich denn da dran schießen? Landung. Tja, ich dachte, da vielleicht so hochlatschen. Sau du! Da ist er! Da ist er! Gut. Jetzt habe ich wohl alles, um die Tür zum Relikt zu öffnen. Denn jetzt? Wir müssen da rüber. Moment. Oh, war ja gar nicht so hoch. Okay, jetzt zum Code. Das war die Bibliothek. Ah,
Das nächste Mal brauchst du einen physikalischen Schlüssel. Ja. Das war, um da rauszukommen. Das war der. Ich verstehe das hier gerade nicht so ganz. Steht immer aus Leos Generalcode. Das war 209, 2109. Und dann die Stockwerkszimmer. Okay, yes. Ich habe das Relikt. Yes. Laut diesen Daten könnte dieses Ding etwas mit Las Vegas zu tun haben. Hat ja nur eine Stunde, 8 Minuten gedauert. Lecko Fanny. Oh, da waren hier noch alles. Fragezeichen. Da haben wir noch ein Fragezeichen. Was haben wir denn hier? Das Andenken. Jetzt hier raus. Ich könnte mich noch umsehen, bevor ich losziehe. Vielleicht ist hier noch was. Dumme Kisten sind hier. Ach, mal abspeichern. So.
Ach, hier sind wir jetzt. Da, am Strand. Ein Quenchspeer. Ich muss näher ran. Vielleicht hat er ja das Relikt, das Yoma meinte. Kein Relikt. Kann nicht Yomas Bruder sein. Ich sollte mich mal umsehen. Vielleicht ist er ja noch wer. Ich sollte prüfen, ob Yomas Bruder dabei ist. Doch ich muss zuerst diese Maschinen loswerden. So, jetzt kommt doch wieder was Action hier in die Folge. Jetzt war da noch einer. Das brauche ich. So, siehst du den da unten liegen? Ist ja noch einer. Nein, scheinbar nicht. Bums hat's gemacht, mein Freund. Ja, was war da nur los?
Was ist da nur passiert? Frisch. So, hat man eben Pulli angezogen, dann kann das Fenster offen bleiben. Direkt was abgeschossen. Jawoll. Sie suchen nach mir. Ja, das macht nichts, das macht nichts. Haben ja keinen Hinweis. Hilf mir, bin ich nicht drüben, wie der wieder aufsteht. Ja. Aber langsam müsst ihr doch merken, hier stimmt wirklich was nicht. Hier muss ich mal gründlicher suchen. Ui, der sucht doch mal was gründlicher. Zwar noch nicht richtig gründlich, aber gründlicher wieder vor. So, mein Freund, du bist schon halb kaputt. Jetzt verschwindet schon. Auch wenn es langsam vorangeht, es geht voran. Weg. Noch ein Bauteil entfernt. Nur nichts Verdächtiges machen. Wer macht sich denn hier verdächtig, Eloy? Niederschlag. Verbreiten ja wieder Verderbnis. Thank you.
Ich hänge hier fest, Mensch. Einer geht noch rein. Den Yuma erwähnte. Und er ist voller Sonnenflügel. Es ist nicht gut. Super. Das ist meine Chance. Kein Relikt, also nicht sicher, dass einer Uris ist. Aber vielleicht hat einer es fallen gelassen, als sie gegen die Maschinen gekämpft haben. Vielleicht hilft mein Fokus. Nichts. Vielleicht kann mein Fokus ihre Spuren finden. Was ist gefallen? Da. Ist Uris den Maschinen entkommen? Mal sehen, wo das hinführt. Ah, okay. Moment. Dann gucken wir uns hier aber erst um. Ja. Ihr wisst ja, looten. Ja, durchdringender Stachel, sehr gut. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Ist dir an, oder mich das Haus hier erinnert? Last of Us 2. Der letzte Part in Kalifornien. Eigentlich gar nicht. Ach so, jetzt sind wir hier.
Maschine. Sie folgte ihm wohl, aber Oris wehrte sie ab. Aus welcher Brutstätte kommst du? Sie könnte mir zeigen, wie man dich überbrückt. Sonnenflügeln da oben entkommen. Die Spuren hören auf. Sie müssen in den Turm gestiegen sein. Klettere in den Turm hinauf. Augenblick mal. Wäh! Hab mich nicht erschossen! Ich muss ein Dekor. Ich wollte gucken, ob das eine Metallblume ist oder so. Ich glaube, jetzt muss man gegen den kämpfen. Ich muss einen Weg hoch in den Turm finden. Dabei. What? Sein. Es gibt nur einen Weg, das sicherzustellen. Ich sollte nach dem Relikt suchen. Das Relikt. Und mein Fokus, er passt darauf da. Es ist kein Signal, sondern eine Karte von San Francisco. Wenn die Quinn sie lesen könnten, müssten sie keine Späher losschicken. Das muss ich Alva sagen. Aloy, ich bin hier. Alva, ich habe Daten gefunden, die Bohai interessieren dürften. Ich schicke sie dir jetzt. Ich gebe sie weiter. Danke. Ich nehme das Relikt besser mit. Gebe es Yoma. Zusammen mit den schlechten Nachrichten.
Sind wir wieder unten? Ich glaube schon, ja. So, das. Loma müsste eigentlich hier sein, ne? Ja. Einfach unheimlich Bock hier zu schwimmen in dem Game. Irgendwann werde ich schon trocknen. Was ist denn da Rotes? Ach, eine Fackel. Also sind wir wieder, ja genau, in der Ausgrabungsstätte. Aber haben die Drohne. Ja, das ist kein Fragezeichen mehr. So, Leute, macht Platz, die Ahnen kommt. Du bist zurück. Hast du? Es tut mir leid. Wie starb er? Der Turm war ein Sonnenflügelnest. Er ging hinein, um Deckung zu suchen, doch er hielt dies hier fest, als ich ihn fand. Maurice. Hab die Daten darauf gelesen. Es hat eine Karte, die deinen Leuten das Gebiet anzeigen kann, ohne dass ihr mehr Späher riskiert. Alva gibt sie gerade an Bohai weiter. Gut, dass dein Bruder es beschützt hat. Ich gebe alle Daten im Vermächtnis dafür, meinen Bruder wiederzusehen. Doch, es ist gut, dass sein Tod auch etwas Gutes hatte. Wie versprochen, hast du jetzt Zugang zu meinem Waffenbestand. Wenn du mir die Rohstoffe bringst, kann ich dir anfertigen, was du hier siehst. Naja, war ja klar. Warum probierst du nicht das hier? Unser Bestes. Und wenn's hilft, weißt du, wo es mehr gibt. Danke. Oh, eine neue Waffe. Dank dir. Ich weiß das zu schätzen. Haben wir denn da bekommen? Elite-Kanister-Seilwerfer. Oho.
Kanisterseile, spezielle Art, anstelle Seile abzufeuern, nutzen sie Kanisterharpunen, die Elementbehälter an Maschinen befestigen können. Kanister können mit einem Pfeil des gleichen Elemententyps gesprengt werden, um einen großen. Aha, okay. Ist er nicht in seinem Zelt? So ist es. Er ist nicht mehr rausgekommen. Ein Fragezeichen haben wir hier unten noch. Na gut, zwei. Da war auch noch eins. Aber ansonsten haben wir hier quasi alles abgegrast. Das scheint mir eventuell eine Reliktruine zu sein. Was ist bitte schön hier verborgen? Da gehen wir jetzt von da aus hin. Beim Lehrmeister reden will ich nicht. Da will ich nicht. Gucken wir mal, dass wir den Flugschreiber noch kriegen. Habe ich eigentlich ein Hotter Hü? Ja. Diese scheiß Affen, ne? Was machen die denn hier? So weit draußen. Wie viel Holz haben wir noch? Ah, genug. Voll. Na, kommt das ja. Flugzeugwack. Thank you.
Laut Signal ist da drin noch eine Aufzeichnung. Ich brauche Energie, um die Tür zu öffnen. Ich schätze, ich muss hoffen, dass hier irgendwo ein Akku ist. Warum und sehen noch da drin? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das sind wohl die Osseram, über die am Lagerfeuer gesprochen wurde. Außer sie haben ein Problem. Da liegt sie. In der Nähe ist ein Flugschreiber. Den könnte ich zur Sammlung am Hain hinzufügen. Nicht stoppen. Das war das Problem. Loscher. Zwei Stück sogar. Gar nicht mitbekommen, nein. Ihr seid so beschäftigt. Sie wissen, dass ich hier bin. Was? Ist mir hinterhergekommen, der Sack. Zum Teil der Gefallenen sein. Marschallin Ibira müsste hier irgendwo sein. Da ist Marschallin Ibira mit einer der Vermissten hinab. Du hast auch gesehen, was passiert ist. Marschallin Ibira, ich hörte, du wurdest zur Rettung der Tenak gesandt, die ins Tal ging. Du musst eine von ihnen sein. Wo sind die anderen? Sie haben es nicht geschafft. Ich musste mehrere Maschinen besiegen, nur um Kenala zu retten. Das Tal ist seit Monaten aus gutem Grund abgeriegelt. Es herrscht ein Andrang von Maschinen, als ob sie etwas angelockt hätte. Und dann diese merkwürdig glühenden Stimme. Das Tal ist verflucht, wir hätten nicht reingehen sollen. Ibira, du warst eine der Herausforderinnen bei der Kohlrut. Du hast die Balliste auf den Schlängelzahn gefeuert. Und du, die Streiterin, hast ihn besiegt. Hast den Häuptling gerettet, die Wahrheit der Visionen enthüllt. Ich tat das alles nur, um zu helfen. Du hast ganz schön Eindruck hinterlassen. Von dem Blutbad abgesehen, war das der beste Tag meines Lebens. Ich wurde zu Marschallin und war Zeugin der Vision der Einheit. Du erwähntest merkwürdige Lichter in Küstennähe. Von einer Insel im Süden. Sie erschien eines Tages aus dem Nichts und zur gleichen Zeit kam die Maschine ins Tal. Außerdem gab es Berichte von einem Lichtstreifen, der am Himmel über der Insel auf und ab geht. Ich sah ihn in der vierten Nacht. Eine Flamme, die in den Himmel ging und in den Sternen verschwand.
Kommt man irgendwie auf diese Insel? Nein. Die Strömung zwischen der Insel und der Küste ist zu stark. Du würdest ertrinken. Lichter auf einer Insel. Ob das etwas mit den Zeniths zu tun hat? Ich weiß davon gar nichts, aber vielleicht. Wenn das Tal so lange abgeriegelt war, warum seid ihr reingegangen? Wir wollten die Prüfung ablegen. Das Tal ist ein guter Test für Tieflandsoldaten. 10 Tage und Nächte überleben. Jede Maschine ausschalten, die im Weg ist. Dex hatte einen Plan. Wir erledigen jede Maschine, eine nach der anderen, und verdienen den Respekt des Clans. Doch am 3. Tag wurden wir von Iveca getrennt. Die Maschinen schnitten uns den Weg aus dem Tal ab. Als Marschallin Ivira uns fand, waren wir verwundet und ohne Vorräte. Weitere Maschinen griffen uns auf der Flucht an. Dex war direkt hinter uns, aber er war nicht schnell genug. Viele Maschinen in einem Ort. Klingt schlimm. Ich sollte mir das ansehen. Vielleicht kann ich es beenden. Dann komme ich mit dir. Kämpfe an deiner Seite. Nein. Ich will mich erstmal umsehen. Glaub mir, das ist das Beste. Na schön, du meinst. Wenn du im Tal bist, schau nach den großen Wasserfällen und die Klippe südlich des Metallteufels. Die Maschinen werden von diesen Orten angezogen. Okay, danke. Wir ruhen uns etwas aus und gehen dann zur Ärztin in Schluchtbahn. Folge den 10, Aiden. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Was ist die Beute-Karriere? Das ist zurück nach Gaia, ne? Ja. Der Heimweg pausiert. So habe ich denn eigentlich auch noch Aufträge. Etwas lockt Maschinen in der Stadt. Klingt nach einer Art Köder. Aha, da geht's mir runter. Ein paar Monate unbenutzt und der Weg verlottert. Oder ist das Teil der Prüfung? Geht's weit hoch? Da geht's auch lang hoch. Gucken wir uns erstmal hier um. Dafür, dass ich für euch kämpfe, ne, nehme ich eure Vorräte. Okay, ich sollte dem Pfad folgen. Aber die Brücke hält noch. Da geht's echt tief runter. Echt? Oh ja, die sind so 2-3 Meter.
muss höher hinaufklettern. Das ist wirklich ein Test. Ich wollte doch ein anderes Outfit anziehen. Sehr selten Löschwasserverteidigung. Ja. Prozent 19. Haben wir denn da noch an Aufträge? Nacht der Lichter, der erste Flug. Ach, das Andenken haben wir abgeschlossen. So. Gut, haben wir da auch. Bis auf drei haben wir alle entdeckt, oder? 4, 5. Oh, noch zwei. Hier auch. Ach, geschafft. Ich muss den Wasserfall und die Klippe südlich des Horus finden. Vivira sprach von tödlichen Maschinen, die in der Nähe sind. Gute Maschine. Und keine gute. Verwüster. Noch eine tote Maschine. Brauchte viele Treffer, um sie auszuschalten. Ich muss auf alles gefasst sein. Das. Ist für mich immer noch mit die beste Waffe hier. Ein toter Tenakt. Das muss Dex sein. Narcos Bruder. Im Kampf mit der Maschine gestorben. Ein Jammer. Meter, 200 Meter. Okay. Die Ringelichter. Muss die Zenith-Basis sein. Sieht aus, als hätten sie ein Schild um den ganzen Ort. Klar, dass sie ihre Basis auf ihrer Privatinsel haben. Aber zurück zum aktuellen Problem. Ich muss die Gebiete überprüfen, die Vera erwähnte. Nahe des großen Wasserfalls und südlich des Horus auf dem Kamm.
Blaster, Wasserfall und Killermaschinen, wie versprochen. Schlecht habe und hier irgendwo ein Fehler ist. Findet dein Fokus und vielleicht. Bisschen. Noch getarnt. Seid ihr zwei denn? Das ist erst fast kaputt gewesen, zumindest halb. Na, welcher ist welcher? Langbein. Ah, kommt da ja. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Die holen wir uns jetzt.
Hallo, wieso explodiert der Pfeil gerade nicht? Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Köder gibt. Noch eine Kiste übersehen, oder? Oh. Also voll. Bist du denn voll? Da ist die Kiste. Maschinenköder, dachte ich mir doch. Aber der hier sieht entwickelter aus. Ach, diese Technologie. Das sollte ich mir näher ansehen. Okay, mal sehen, ob ich das Ding ausschalten kann. Namens Deus. Eine Seele bei ihm? Da steht von keinem Abschaum ausgelöscht. Wurden also Maschinen angelockt, um Eindringlinge zu töten? Ja, natürlich. Zumindest ist der Köder jetzt abgeschaltet. Ich sollte zur Klippe südlich des Horus aufbrechen. Dort ist vielleicht ein weiterer Köder. Meinst du, wo man mal nach Köder einstellt? Natürlich sollen die... Allen mit Stil! Die Menschen auslöschen. 130 Schritte. Mal sagen, da oben. Da müssen wir ja Umweg laufen nach oben. Schauen wir auch schon mal nach. Zwei, drei. Na, das habe ich befürchtet, dass wir so weit nicht kommen.
Köder. Das erklärt die Maschine. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich um ihn kümmere. Sie anzuzünden bringt nichts. Eine der Vermissten, Tenakt. Ich muss diese Maschinen erledigen. Sie suchen mich. Du bist es. Du bist mein Hals kaputt. Denn da zu besiegen. Ich brauche Nummer 1. Ach, dann die Nummer 2 schon. Auffüllen.
Na schön, jetzt wird das Ding abgeschaltet. So. Noch ein seltsames Protokoll von dem Julius. Und da lag ich wohl richtig. Die Sinets haben diese Dinger hier gelassen, um Maschinen anzulocken, die den Zugang zu ihrer Basis schützen. Die den Zugang zu ihrer Basis schützen. Aha. Da unten. Ich wollte gerade sagen, wo liegt der denn jetzt, der Tote? Was macht eine Fremde so weit hier draußen? Das Tal frei machen. Du musst eine der vermissten Tenak sein. Alle dachten, du wärst tot. Beinahe. Dax und Kenalla. Sind sie? Kenalla lebt. Ivira hat sie gerettet. Apropos. Aloy. Ivira. Konntest du nicht widerstehen? Und meine Chance vertun, mit der Streiterin im Tal der Gefallenen zu jagen? Niemals. Wie ich sehe, hast du Iveka. Das sieht mal nach Kampf aus. Bist du dabei, Marschallin? Meine Klinge gehört dir! Blut der Zehen! Wir dürfen die Dinger töten? Dann beenden wir diesen Kampf! Passt klar, dass sie jetzt kommen müssen, Phantome. Wir haben uns nah an der Basis von denen befinden sollen. Wollt ihr helfen? Komm, aber gerade nicht. Hallo, ich hab gesagt, du sollst mein Leben auffüllen. Dafür sorgen, dass alle anderen Köder abgeschaltet werden. Da waren wir doch eben erst. Wie viele Köder sind da denn auf einmal?
Noch einer. Ja, genau okay. Doch. Ich glaube, ich bin in dem Gebiet, das Evira erwähnte. Hier gibt es definitiv tödliche Maschinen. Wenn hier irgendwo ein Köder ist. Ja! Donnerkiefer auch noch. In your face, bitch. Sauber! Radar ist weg! Dass du auch keine Maschinenpistole hingewehren darfst. Oh, sonst was hat er noch.
Umsatz gemacht. Bauteil entfernt. Mit dir. Hier oben fühle ich mich ein bisschen sicherer. Stacheln mehr. Das ist nicht gut. Mal dich so. Jawoll.
sein und mit mal Telefon. So, geht jetzt weiter. Die zwei. Ich mach mal eben so. Der letzte Schuss. Was? Echt jetzt? Okay, ich sollte mich umsehen. Vielleicht finde ich einen Köder. Kommen in meinen Rucksack. Oh ja, da liegt ja noch was. 5 schwere Waffen aufgehoben. Da ist der Köder. Dann haben wir noch eine Waffe, wa? Nee, doch nicht. Jetzt sollte ich den Köder überbrücken können. Okay. Müsste der letzte sein. Sieht aus, als wäre da eine Aufzeichnung. Hey, Arschloch! Ich habe eine Aufgabe für dich. Der Julius ist einsatzbereit. Klapp und mach, was dir gesagt wurde. Nimm die Roboter von hier, um den Ort frei von lokalem Abschaum zu halten. Ich würde es selbst tun, aber Gerard meint, ich muss mich konzentrieren. Also hab Spaß für uns beide. Wird gemacht, Wohltäter Wisser. Auf den Julius ist Verlass. Eric hat also eine einfache KI mit den Ködern beauftragt. Die hat sich beim Überbrücken des letzten wohl selbst abgeschaltet. Ich sollte Evira informieren, dass das Teil sicher ist. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Was ist denn?
In die Richtung begib dich nur zum Ort des dritten Köders. Hä? Der dritte Köder war doch der hier. Für mich zumindest. So wie ich die abgearbeitet habe. What? Ein bisschen aufrüsten wieder. Die Phantome müssen aufgetaucht sein, um den Köder zu verteidigen. Wer weiß, ob noch mehr kommen. Aber das wäre den Sinitz egal. Rezessionspfeile? Da. Muss man ihn selber herstellen. Wie nicht jetzt? Ich wurde von den anderen getrennt. Hab mich verlaufen. Ich dachte, hier geht das raus. Sicher nicht. Bin gleich zurück. Sie braucht einen Arzt, aber sie schafft es. Dank dir. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es der beste Tag, um zu kämpfen. Dieser Kampf war außergewöhnlich. Und diese seltsamen Maschinen. Meinst du, es kommen noch mehr? Nein. Ich fand heraus, was die Maschinen ins Tal brachte und setzte dem ein Ende. Oh, gute Nachricht für den Clan. Du willst nicht noch mehr von den Dingern bekämpfen, Ivira. Sie sind nicht wie andere Maschinen. Für die Meister, denen sie gehorchen, sind Menschen unbequem. Sie töten jeden, ohne nachzudenken. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Die Lichter vor der Küste. Sind die von ihnen? Ja. Es ist eine Art Schild, um die Insel zu schützen. Die Maschinen in diesem Tal sollten jeden töten, der in die Nähe kommt. Sinnloses Gemetzel. Es ist etwas für eine Streiterin, keine Marschall. Bitte, nimm das hier. Es kann dir zukünftig helfen. Danke. Das Tal sollte sicher sein, erstmal. Aber du musst den anderen Tenakt sagen, dass sie sich von der Insel fernhalten sollen. Beim Wort der Streiterin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Aloy. So. Haben wir das auch erledigt? Ja, man könnte mal ein paar Punkte ausgeben, ne? 30 Stück haben wir. Den habe ich schon.
5 Pfeile gleichzeitig. Oh, nur noch 2 Punkte. Was haben wir denn da? Himmelsschlag-Bolzenschießer. 3. Plätze für Spulen. Weil, wieso sind die neu? Boah. Macht sich langsam. Hey, Hologrammdatenpunkt haben wir alle. Guten Morgen. Ich bin Oswald. %55 jetzt. Uiuiui. Müssen wir denn jetzt lernen? Naja, wo wir oder was wir als nächstes machen. Das überlege ich mir noch. Aber wir werden es nicht mehr in dieser Folge machen. Denn ich werde den Stream jetzt beenden. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Auch nachträglich auf YouTube. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Kommentar oder einen Daumen da lassen. Und beim nächsten Mal natürlich auch wieder dabei sein. Falls nicht, wünsche ich euch alles Gute und sage Arrivederci, winke, winke und goodbye, euer Dein Aiden Croft.